dass mehr Geld für die Leute bleibt, die den Anspruch haben, die den Anspruch setzen und sich dafür einsetzen, mehr Geld zu haben. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute reden wir über das Thema Finanzen. Ja, wir reden noch mal ein bisschen allgemeiner über Finanzen. Warum sind Finanzen meiner Meinung nach wichtig? Und warum ist es meiner Meinung nach wichtig, sein Geld ordentlich zu verwalten und nicht alles immer nur rauszuhauen? So, warum überhaupt Geld? Viele Leute sagen, Geld ist schlecht, Geld ist nichts Gutes, Geld hat viele Nachteile, Geld macht Menschen kaputt, Geld macht Menschen süchtig. Und auf eine gewisse Weise, Art und Weise haben sie recht, natürlich. Es gibt natürlich Menschen, die Geld als allerhöchste Priorität sehen. Das heißt, es gibt natürlich Menschen, die gehen nicht mehr raus, die unternehmen nichts mit seinen Freunden oder mit ihren Freunden, die machen nichts, weil sie Geld sparen wollen, weil ihnen das alles viel zu teuer ist. Die schatten ihr Social Life so weit down, die machen so viel wenig in ihrem Sozialleben, dass sie sich selber kaputt machen, nur für dieses Geld. Warum meiner Meinung nach Geld trotzdem auch einen sehr großen positiven Vorteil hat, ich mache mal kurz meinen Bildschirm wieder an, auch einen sehr großen positiven Vorteil hat, das möchte ich euch heute mal kurz erläutern. Warum ist Geld für mich wichtig? Geld ist für mich wichtig, weil Geld viel mehr ist, als man im ersten Moment denkt. Geld ist nicht nur das Mittel, um Nahrungsmittel, Dienstleistungen, Warenleistungen zu kaufen oder käuflich zu erwerben. Geld ist noch viel mehr. Mit Geld haben wir die Möglichkeit, uns die Freiheit zu kaufen. Es ist so. Wenn wir genug Geld haben, stellt euch mal vor, ihr hättet 5 Millionen auf dem Konto oder stellt euch vor, ihr hättet 3,6 Millionen auf dem Konto. Ist so eine schöne Zahl. Kriegt ihr jährlich 7% Rendite, habt ihr im Monat 10.000 Euro, seid finanziell frei und könnt machen, was ihr wollt. Wäre das nicht cool? Und jetzt sagen einige 3,6 Millionen. Pff, wie soll ich das denn erreichen? Es ist möglich, wenn man dafür arbeitet und sich da hinterherhängt und das Ganze aufbaut, ist es möglich. Aber nur davon zu träumen, bringt nichts. Man braucht auch keine 3,6 Millionen. Sagen wir 2 Millionen, habt ihr etwas über 5.000 Euro im Monat? Ist das nicht viel mehr als der Durchschnitt verdient? Ich denke schon, ich denke, es ist über das Doppelte. Und diese finanzielle Freiheit gibt euch einfach Möglichkeiten. Es ist nicht so, okay, man hat viel Kohle, geil, dickes Auto, dickes Haus. Nein, viel Geld ist, ob es jetzt positiv oder negativ ist, ist noch viel mehr. Allein Gesundheit. Wenn du Krebs hast, bringen dir deine 12 Millionen auch nichts. Ja, okay, wenn ich Krebs habe und ich 12 Millionen auf dem Konto habe, habe ich Krebs. Kann sein, dass ich dran sterbe. Wenn ich kein Geld für Behandlung habe, kann es sein, dass ich nach 2 Monaten sterbe. Wenn ich 12 Millionen auf dem Konto habe, kann es auch sein, dass ich mich noch ein bisschen erhole und vielleicht noch 3 oder 4 Jahre habe. Da bringt ja Geld plötzlich doch wieder was. Oder mir passiert sonst was. Ich breche mir sonst was für Knochen. Natürlich kann Geld nicht jeden Knochen heilen und alles wieder so machen, wie es mal war. Aber Geld kann eine Riesenstütze sein, das Ganze zu erreichen. Wenn wir kein Geld haben, wir fahren irgend so eine Drecksmühle, so ein 200-Euro-Auto und wir werden dann von einem LKW erfasst. Ganz schön scheiße. Aber wenn wir uns jetzt ein Auto leisten können, was vielleicht sogar schon Airbag hat, das kostet dann vielleicht ein paar tausend Euro mehr. Weil es vernünftig mit Sicherheit ausgestattet ist. Da bringt Geld für ein Thema Gesundheit ja dann doch wieder mehr. Genauso das Thema, okay, ich habe jetzt verdiene im Monat 1500 Euro, 600 Euro gehen für meine Miete weg, dann habe ich noch 900, dann gebe ich noch 300 Euro mindestens fürs Essen aus, dann habe ich noch 600 Euro, 100 Euro Autoversicherung, 500 Euro, 200 Euro Sprit, 300 Euro. Jetzt habe ich noch 300 Euro, jetzt gehe ich am Wochenende vielleicht mal weg, dann habe ich noch 200 Euro. Und die 200 Euro, die verspreche ich euch, die werdet ihr auch noch los, wenn ihr die nicht am Anfang des Monats sofort beiseite legt. Und was ist jetzt, wenn wir 5.000 Euro im Monat verdienen? Dann haben wir das Ganze und noch ein paar tausend Euro obendrauf. Natürlich können wir unseren Standard ein bisschen anheben. Das heißt, unser Auto, wo ich eben gesagt habe, was in der Versicherung vielleicht 100 Euro kostet, nehmen wir uns vielleicht ein teureres Auto, das kostet in der Versicherung 200 Euro, schluckt auch ein bisschen mehr Sprit, dann geben wir dafür auch nicht 100, sondern 200 Euro aus. Auch in Ordnung, haben wir trotzdem noch eine Menge Kohle am Ende des Monats über. Und was können wir damit machen? Positive Sachen. Wenn ich überlege, wie günstig es ist, ein Menschenleben in Südafrika zu retten, wie günstig es wirklich ist. Aber die meisten Leute, die kein Geld haben, die wollen dann auch nichts spenden. Und das ist der Trugschluss. Nur weil jemand viel Geld hat, heißt es nicht, dass diese Person ein schlechter Mensch ist. Viele Leute sagen immer so, die großen bzw. die reichen Leute,
Das sind alles schlechte Menschen. Die haben irgendwelchen Leuten irgendwas verkauft. Das müssen schlechte Menschen sein. Jungs, ihr macht denen gerade die Taschen voll. Ihr macht gerade den Chefs von Google die Taschen voll. Ihr guckt euch gerade YouTube-Videos an. Ihr finanziert deren Leben. Ihr seid auf Facebook, guckt euch Werbung an. Ihr finanziert da die Werbung. Das Leben der hohen Tiere, über die ihr euch auf der anderen Seite beschwert, dass das solche schlechten Menschen sind. Das sind Leute, die haben jahrelang diese Seiten aufgebaut. Natürlich ist da eine Menge Glück dabei, aber die haben eine verdammt nochmal große Menge Arbeit reingesteckt. Guckt euch hier die. Jetzt habe ich den Namen wieder. Guckt euch Bill Gates an, einen der reichsten Menschen der Welt. Ich glaube, er hat mittlerweile wie viel Vermögen? Auf jeden Fall über 60 Milliarden Euro umgerechnet. 60 Milliarden Euro. Und was hat der Typ getan? Ja, der hat in Harvard studiert, hat aber dann einen Sinn gefunden, hat dann etwas gefunden, was er unbedingt machen will und hat sein Studium abgebrochen. Harvard-Studium. Gebt das mal bei Google ein, was Harvard-Studium für ein extrem hoher Abschluss ist. Sein Umfeld hat ihm gesagt, ey, mach das weiter, du kannst doch jetzt nicht sowas abbrechen, nur weil du irgendwelche Filme schiebst von wegen Microsoft und so. Der Typ hat dann jahrelang sich daran gesetzt, hat jahrelang nichts verdient. Und auf einmal ist das Ganze explodiert. Er ist ein riesengroßes Risiko eingegangen, hat eine Menge erreicht. Und dieser Typ, wenn ich überlege, dass der über 99% seines Geldes spendet, sobald er verstirbt, wie cool ist das denn? Wisst ihr, wie vielen Millionen Menschen er damit das Leben retten wird? Und klar, warum spendet er das Geld jetzt nicht schon? Jetzt ist das Geld natürlich, er wird keine 60 Milliarden auf dem Konto haben. Er wird 60 Milliarden in verschiedenen Anlagenobjekten, etc. haben, weil, sind wir mal ganz ehrlich, 60 Milliarden auf dem Konto mit einer Inflation von 2%, wie viele Millionen du da pro Jahr verlierst, das wäre einfach Bullshit. Aber was dieser Mann tut, was er Gutes tut, das sehen die Leute nicht. Die Leute sind immer nur, er hat viel Geld, das ist ein Arschloch, aber es ist halt Quatsch. Man muss sich wirklich ein bisschen mit dem Thema befassen. Und das ist auch mein Appell an euch, sagt nicht zu Leuten, nur weil die viel Geld haben oder... Lass dieses Mindset los, dass Geld schlecht ist. Geld kann etwas sehr Gutes sein. Geld kann etwas sehr Schlechtes sein, aber es kann auch etwas sehr Gutes sein. Man kann sehr viel Schlechtes mit Geld tun, das ist klar. Man kann aber auch sehr viel Gutes tun. Und natürlich wird in den Medien und überall nur gesagt, Geld ist schlecht. Warum? Weil wir dann keinen Anspruch haben, mehr Geld zu verdienen. Und was resultiert daraus? Dass mehr Geld für die Leute bleibt, die den Anspruch haben, die den Anspruch setzen und sich dafür einsetzen, mehr Geld zu haben. Dadurch, dass die sagen, oh, viel Geld ist schlecht, wollen viel mehr Menschen sagen so, okay, ich gebe mich mit meinen 1,5 netto am Ende des Monats zufrieden. Ja, cool, damit spielt ihr den da oben in die Karten. Weil die haben dann noch mehr Schafe unter sich, die für sie arbeiten. Aber wenn ihr selber sagt, oh, ich will das auch erreichen, dann denken die, scheiße, der will meinen Job haben. Junge, Geld ist schlecht, komm hier nicht hoch, denkt nicht, dass es gut ist. Und dann sagen, geben die den Medien ein bisschen Geld, die sagen dann wieder, jo, Geld ist schlecht und so. Und auf einmal bricht es wieder aus, dass alle Leute sagen, jo, Geld ist schlecht, man kann damit so viel Scheiße machen. Dann verkackt irgendein großer, irgendein Milliardär verkackt und investiert sein Geld für irgendeinen unnötigen Scheiß oder für irgendwelche dumme Aktionen. Und dann wird wieder schlecht, das Geld schlecht geredet. Aber was man mit Geld alles tun kann. Stellt euch doch mal vor, ihr habt später eine Familie und ihr habt verdient gutes Geld. Dann könnt ihr einfach mal sagen, okay, Kinder, wo wollt ihr hin? Wir fahren dahin. Scheißegal. Wollt ihr nach Disney World? Okay, wir fliegen rüber und verbringen da schöne 2 Wochen. Könnt ihr das machen, wenn ihr 1,5 netto verdient? Nein, leider nicht. Und deswegen ist mein Appell an euch, verliert diese negative Einstellung zu Geld. Geld ist wirklich was Gutes. Geld kann etwas sehr Gutes sein, wenn man es vernünftig einsetzt. Wie gesagt, man kann was Schlechtes tun, man kann aber auch was Gutes damit tun. Genauso kann man aber auch sagen, es gibt schlechte Menschen und es gibt gute Menschen. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass alle Menschen schlecht sind. Das ist dieses in Schublade denken. Nur weil ein paar Ausländer irgendwelchen Deutschen verkloppen, sind nicht alle Ausländer schlecht. Lasst euch das doch nicht einreden. Oder viele Leute lassen sich das einreden. Das ist das Problem. Genauso viele Deutsche gibt es, die Ausländer verkloppen, die überhaupt nichts dafür können. Und genauso ist es wie mit Leuten, die viel Kohle haben. Die einen bauen damit Scheiße, die anderen bauen damit gute Sachen und die Scheiße wird immer breitgetreten. Warum? Weil es in den Medien natürlich viel angesehener ist. Was würde euch in den Medien mehr interessieren? Man verkloppt Obdachlosen oder man gibt Obdachlosen 200 Euro? Habe ich noch nie gesehen, dass es irgendwo in den Medien stand, aber ich verspreche euch, allein in diesem Jahr, allein in Bremen wird das schon ein paar Mal passiert sein. Es interessiert aber keinen, weil solche tollen Sachen nie verteilt werden. Deswegen mein Appell an euch, überdenkt ein bisschen eure Einstellung zum Thema Geld. Geld kann nicht nur was Negatives sein, Geld ist nicht nur einfach ein Produkt, um zu leben. Geld können wir zum Produkt machen für ein besseres Leben. Das ist mein Spruch des Tages für euch.
Falls euch das interessiert hat, würde es mich freuen, wenn ihr das Video bewertet und mich kostenlos abonniert. Falls nicht, wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Tag. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao Leute.